Das hier ist Teil 1 von 3 und wir reden über Filme. Hier lernst du, wie du auf Deutsch über Filme sprechen kannst. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin. Und wir lernen natürlich Deutsch. So, a few weeks back, I asked on my Instagram channel what kind of videos you were looking for, what kind of content I should create. And Izet answered me and told me that he wasn't able to find any comprehensible input on the topic of movies. So I sat myself down, I collected a bunch of vocabulary. I recorded, I think, 45 minutes, and I tried to edit it into a video and it just didn't fit. So in the end, I decided to, take it apart. Don't put too much content in one video, but make a series. So now there are going to be three different parts, three different videos about the topic of movies. And in this video, I'm going to teach you vocabulary that is basically the same in English and German, so you can, just jumpstart your movie talk. So which words are the same in German than they are in English? Also fangen wir an mit dem Wort Film. Der Film. Ich glaube, dieses Wort verstehst du. Das ist nichts Neues. Das ist einfach. Der Film. Aber es gibt vor dem Film auch einen Trailer. Der Trailer. Auch das gleiche Wort. Der Trailer, der Film. Manchmal gibt es auch nicht nur einen Film, sondern mehrere Filme. Häufig ist es eine Trilogie. Dann sind es drei Filme. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Das ist eine Trilogie. Kennst du eine Trilogie? Welche Trilogie fällt dir ein? Schreibe es doch in die Kommentare. Hier sind wir auf Amazon bei den Filmen. Und wir schauen uns die Kategorien an. Welche Kategorien gibt es bei den Filmen? Was können wir hier finden? Welche Genres gibt es? Welche Kategorien oder welche Genres gibt es? Bei den Filmen. Ups, jetzt ist es weg. Also, das Erste. Action und Abenteuer. Action, genau das gleiche wie im Englischen. Anime, auch genau das gleiche. Manche sagen vielleicht auch Anime, ich weiß es nicht. Genau. Aber das sind die gleichen Worte wie im Englischen. Drama, auch genau das gleiche. Fantasy, Horror. Was gibt es noch? Reality TV, Reality TV. Science Fiction, Thriller. Diese Worte sind im Englischen genau die gleichen wie im Deutschen. Oder im Deutschen genau die gleichen wie im Englischen. Action, Anime, Drama, Fantasy, Horror, Reality TV. Science Fiction und Thriller. Aber manche Worte sind auch ähnlich. Sie sind nicht genau gleich, sie sind ähnlich. Zum Beispiel die Dokumentation. Die Dokumentation. Oder auch Dokumentarfilm. Der Dokumentarfilm. Oder ganz kurz die Doku. Die Doku,
die Dokumentation und der Dokumentarfilm. Das ist alles genau das Gleiche. Es ist nicht ausgedacht, es sind Filme, die die Wahrheit zeigen. Sie zeigen, wie es ist. Geschichte, das Wort kennst du bestimmt auch. Die Geschichte heißt auf Englisch Story, aber hier ist nicht Story gemeint. Die Geschichte im Deutschen bedeutet auch History. Die Geschichte, also es sind Filme aus der Geschichte von früher. Ein anderes Wort, das sehr einfach ist, ist die Komödie. Die Komödie. Wie Comedy im Englischen. Manchmal sagen wir auch Comedy im Deutschen. Zum Beispiel die Comedy-Serie. Aber es gibt auch das Wort die Komödie im Deutschen. Genauso ist es mit dem Wort Romantik. Die Romantik. Oder oft auch die romantische Komödie. Genau, das verstehst du auch. Romantik, hier geht es um die Liebe. Krimi, das weiß ich nicht. Verstehst du das Wort Krimi? Hier geht es um Kriminalfälle. Es geht um Polizei und solche Dinge. Also Crime, Krimi. Genau. Das sind Genres und viele Genres haben ja fast das gleiche Wort im Deutschen und im Englischen. I hope now you can, yeah, at least talk a little bit about movies in German. But stay tuned for part number two, because there I'm gonna show you how you can talk about your favorite movie in German.